Weiter, mal gucken, wo er gespeichert hat. Ah, okay, der Autosave war irgendwo nach der Feier. Howdy. So long, partner. So, dann nehmen wir noch mal die Quests an. Was beim Rausgehen, wo es abgekackt ist, oder? So. 2 Kupfertöpfe. Kein Problem, können wir machen. Ein Brief. Es war ziemlich cool, wie du die Bühne nach dem Sandsturm wieder aufgebaut hast. Tatsächlich hast du seit deiner Ankunft hier viel coole Dinge getan. Schon jetzt sieht Mason altes Haus viel besser aus als zu seiner Zeit dort. Die Art und Weise, wie er seinen Garten mit Müll dekoriert hat. Ich meine, du musst zugeben, es war originell, aber es war einfach nichts für mich. Du bist auch viel netter als er. Mir gefällt, wie du immer hart arbeitest und den Leuten hilfst. Das ist eine erfrischende Abwechslung. Wenn alle Menschen in der Welt mehr wie du wären, nun ja, zumindest hätten wir viele Bühnen. Jedenfalls, hier ist ein Opal. Du musst dich nicht bedanken. Ich hoffe, er kann die Art von Kumpel sein, bei der du sagst, oh, wie der Name schon sagt, ein geheimer Typ, der dich für cool hält. Der dich für cool hält. Okay, Antworten. Danke für die Komplimente. Ich tat nur, was zu tun war. Ich bin aber trotzdem froh, einen Eindruck hinterlassen zu haben. Lass nächstes Mal bitte deinen Namen da. Ich möchte gern erfahren, wer du bist. Ich werde das hier einfach in meinen Briefkasten werfen, in der Hoffnung, dass du es siehst. Das ist seltsam. Sende mir keine weiteren Briefe mehr. Ich lege ihn in den Briefkasten, damit du ihn sehen kannst. Ach komm hier, wir sind immer nett. So, dann können wir die 2 Quests abgeben. Wir sind so cool. Halt! Ich sehe Müll und ich bin umweltbewusst und ich räume Müll weg. Hier ist noch mehr Müll. Ein Schuh oder was auch immer. Einen Tag später ist ja dann Sonntag und dann sind ja immer Messe und so. Grace! Hey there. Hallo, Grace. Back in school, we'll. Ja, Hey, ich habe hier den thanks. Kupfertopf für dich. Sehr schön. Jetzt noch die Dielen für. Hello. See ya. Für Arvio. Thanks. Sehr schön. Dann werde ich mal gucken, dass ich noch zum. So, hier oben ist das die Kirche. Research Center.
kann ich ja noch was an. So, Forschungszentrum. So, was gibt's denn? Bam, bam, bam. Mixer vielleicht. Ofen, verbesserter Ofen. Leistungsstärker als der normale Ofen. Ja, ich würde mal sagen, das. I'm a bit busy. Ich kann dir A gift. Thank you. so und und Katze Maus haben wir ja bisher noch nicht gespielt. Würde ich jetzt einfach mal eine Runde gegen ihn spielen. Okay, er hat gewonnen. Yeah, ich habe gewonnen. Nochmal bitte. Schade. Okay, noch eine dritte Runde. Unentschieden. And another one's leak. So, Hugo. Kann ich eigentlich nochmal auf annehmen? Man kann ja, glaube ich, nur zweimal auf und annehmen, ne? Ja. Zwei Aufträge kann ich nur annehmen im Moment. Wir sind aber mit 777 schon nah dran. Also Schlumpf nehme ich in Acht. Mien ist weit hinter uns, also da mache ich mir jetzt gerade keine Sorgen, oder irgendwie. Ah, wir haben neue Rezepte freigeschaltet für Feuerwerk oder so. Alter. Und der Monika. So, dann werde ich mal was abbauen gehen. Dorn. Ach nee, Sandlauch, nicht Sanddorn.
Holzmüllberg. Ich bin ja mal gespannt, wenn wir Eisenwerkzeuge haben, dann geht das natürlich noch leichter von Hand. Dann braucht man weniger Schläge, um so einen Berg abzubauen. Was dazu führt, dass man natürlich auch weniger Ausdauer verbraucht. So. Ebene 6. Natürlich auch wieder cooles Stuff, aber ich muss ein bisschen gucken wegen der Ausdauer. So, hier ist jetzt jetzt hing. Zinnerz. Nächste Ebene erreicht. Hier kann man natürlich dann auch verkaufen, wenn man wollte. Oder halt seine Ausdauer verbessern, aber finde ich dann doch ein bisschen happig den Preis. Einmal wieder raus. Ja, die Aufzüge sind manchmal noch ein bisschen buggy.
Ich glaube, ich habe aber gelesen, dass ich ziemlich gut Geld habe, wa? Tada! Erweitern wir doch unsere Grundstücksgrenze. So, die Nähmaschine kann ich dann hier hinten hin tun. So. Hier kann ich herstellen, nehmen wir noch ein paar Bärchen. So, das kommt weg. So. So, hat man auch hier schon mal ordentlich Platz, ne? Ich würde sogar sagen, den stelle ich jetzt hier so hin. Ja, dann könnte man hier das Ding hinpacken, aber das kann ich nur im Dingsbums, ne? Wert. So. Dann werde ich mal kurz aufräumen. Construction. Jo, Fenster und Türen, Accessoires, Bauwerke, Montagestation, bewegen, sehen. Was würden dann Verbesserungen kosten? Ja. Dauert. So, Hühnerstall, Scheune, Hasenstall. Einfacher Sandfischteich? Okay. Stall. Stall, Scheune. Stall hat man hier. Okay, habe ich nicht. Hasenstall.
brauche ich. Okay, das kann ich auch erstmal knicken. Was haben wir hier? Bereits im Besitz. Ausstellungsraum Einführung. Du kannst die Registrierkarte Ausstellungsraum im Bearbeitungsmodus des Hauses aufrufen, um die Ausstellungsraum Inhalte zu überprüfen. Wenn der Raum ausgewählt ist, erscheint eine Haltfläche des Ausstellungsraums. Okay. Keine Ahnung. Aber wir haben erstmal unseren Plattform woanders hin. Und das war ja das, was ich wollte. Jo. Hey there. My hopes are placed on. So, Melzen wir uns dann also demnächst verlassen. Sehr schön, sehr schön. Jetzt habe ich hier den freien Platz für mein Zeug. Damit kann ich arbeiten. Oh, Inventar voll oder was? Ja, natürlich. Interessant. Was habe ich denn hier alles drin? Das ist hier. Sortieren. Weiß, dass ich irgendwo diese komischen Kofferdinge habe. Wo sind die? Die sind hier drin.
So, Ziegelsteine. Ich muss mir welche machen. Also, das... Oh, okay. Zwei Kupfstange, Maschinen-Upgrade-Kit. Bronzestab. Da könnte ich doch eigentlich schon mal welche machen, oder? Ich brauche 4 Stück. Hier Bronze stehen. So, was war sonst noch? So, Bronzestab. Zwei Blutsteinkerne. Und einen so ein Werkzeugkasten-Ding. Irgendwo habe ich hier Müll gesehen, den muss ich noch wegräumen. So. Ja, fürs Ofen-Upgrade, ne? So, mal gucken. Also Bronzestab, das. Also Bronzestab ist eine Aufgabe. Dings habe ich ja auch. Alles schon mal in die Kiste. Stäbchen, wo bist du? Da. Hier. So hinstellen, damit ich dann hier auch rankomme und nicht immer hier rauf klettern muss. Wo ist sowas? Raustuch 16. Da. Wollfaden.
Mache ich einfach mal ein. Nur ein. Draußen scheint etwas los zu sein. Ja, vermutlich Masons Goodbye. Oh, nein! Logan überfällt den Zug. Ist das eine Ziege, auf der da reitet? Irgendwie mit so einem gehörnten... Everybody hands up. Also fair, nobody was ich... moves. Hey now, hands up. No funny business. Well? I got it. Let's go. Freeze, Logan. We've got you now. Good day. Oh, mein. Consarn it. Not again. Kann fliegen. Wow. Und da sieht man so ein Hochhaus im... Huiuiui. Von der Kirche. Hallo Tita Kenshi, wie du sicher, dass der Tag der Erinnerung am 27. bevorsteht. In den nächsten 7 Tagen bis zum Tag des Festes gibt es Sonderaufträge auf der Auftragstafel. Wir brauchen jede Hilfe, die wir bekommen können, um die Dekoration vorzubereiten. Also wenn es nicht zu viel Mühe macht, geh bitte an die Auftragstafel vorbei. Möge das Licht... dich immer finden, Mathilda. Okay, und Mars Antwort. Ja, ich muss zum Glück nicht antworten. Das heißt, ich sehe da einen Auftrag von Jen. Aha, du irrst ziellos umher. Was, Tika, Kenshi? Das ist typisch für dich. Tolle Neuigkeiten. Ich habe etwas, das du gleich hier tun kannst. Ich hatte gehofft, einer von euch Handwerker zu treffen, denn diese lästige Logan hat wieder zugeschlagen. Genauer gesagt, er hat diesen Zugfenster zugeschlagen. Und ihr wisst ja, wie es läuft. Rate mal, wer es reparieren muss. Jensen rief mich ganz aufgeregt zu sich. Mein armer kleiner Zug. Normalerweise würde ich so ein Babygeschrei nicht dulden, geschweige denn belohnen. Aber Mathilda stand genau dort. Also, ja... Das sollte wohl besser schnell erledigt werden. Aber alle das ist unwichtig, denn du bist hier, hast hoffentlich nichts Besseres zu tun, also wirst du keinerlei Probleme haben, diesen Auftrag anzunehmen. Stimmt's? Der Zug steht jetzt im Bahnhof. Besorg einfach etwas Glas und reparier die Fenster. Das sollte ein Kinderspiel sein. Also, dann los geht's. Hau ab. Komm zu mir, wenn du fertig bist und die Belohnung abzuhauen, so willst du. Mann, wie nett er zu mir ist. So ein Wichser. So, Glas. Fertig. Willst du mich verarschen? Du warst doch gerade noch hier. Ach ja, ist ja Sonntag. Kirche und so. An einem Sonntag. Ey, wie kann man nur den Zug am Sonntag überfallen? Naja, war bestimmt alles Zufall, weil ich gestern halt die Party und so. Da wird er natürlich heute das nächste ausgelöst. So. Why would the lad want me to be so bored? Now fix that window. So. Uh-huh.
Howdy. Uh-huh. So long, partner. Why would the lad want me to be so bored? Uh-huh. That makes sense. Guess I never thought of it like that. Like train cars, we're all connected. Hello. Take her easy. Hey there. So long, partner. I guess I could be more generous. Telesis needs relic technology. Ey, die haben so einen Schönheitsfleck. Like train cars, we're all connected. But howdy! Where does the light come from? So true. This sermon is off. So, habe ich jetzt mit allen hier Level geschnackt hier? Ich denke schon. Simple. Catch you later. So. Dann natürlich gucken wegen neuer Quests. Wir können ja heute wieder zwei neue annehmen. So, gucken wir mal kurz. Wir sind immer noch auf Platz 3. Was sagt uns Platz 8%? Jo, oh, wir können die sogar direkt instant abgeben. Weil ich ja immer so fleißig bin und schon so viel vorproduziere. Thank you. Dafür haben wir 10 Dingens gekriegt. Du kriegst deine Holzkammer. Und wie viel Geld haben wir jetzt? 1210. Gut, dass das Pferd Fallversicherung hat. Oh, warte mal. Was ist hier los?
Passagierbefragung? Ah, du willst mir also sagen, dass du nichts gesehen hast. I saw a fire in that man's eyes. Ich sah ein Feuer in den Augen dieses Mannes, ein brennendes Verlangen nach Rache, das mir Schauer über den Rücken jagt. All right, pal. Did you see anything that will hold up in a court of law? Hast du etwas gesehen, das vor Gericht Bestand hatte? Not to that effect. No, I didn't. Nicht so direkt. Nein, das habe ich nicht. So let me get this straight. None of y'all saw him take anything. Mm-hmm. Nobody got robbed. Damit ich das richtig verstehe. Keiner von euch hat gesehen, wie er etwas gestohlen hat. Niemand wurde ausgeraubt. Excuse me, Captain, Sir. Entschuldigen Sie, Captain. Ernest. Erstens, von der Atara Times, könntest du dich zu den wilden Anschuldigungen äußern, die diesen Vorfall umgeben? Wer ist dieser Logan und was sind seine Beweggründe? Glaubst du, dass er im Besitz von Massenvernichtungswaffen ist? Verdammt, du kommst nicht oft raus, oder, Partner? Erstens bin ich der Sheriff in dieser Gegend. Der Captain ist der Kater. Zweitens bin ich derjenige, der hier die Fragen stellt, nicht umgekehrt. Verdammte Reporter, fast hätte ich den roten Faden verloren. Stück für Stück, Zug um Zug, ja. Der Zugüberfall oder eben keiner. Nun, wir kriegen ihn immer noch wegen versuchter Entführung, Widerstand gegen die Festnahme und unerlaubten Gebrauch von Schusswaffen. Daran. Ich füge es lange Liste hinzu. Es steht euch frei zu gehen. Und denkt dran, wenn einer von euch eine Information einfällt, die wir brauchen können, um Logan zu fangen, dann lauft zurück zur Ziviltruppe und zwar schnell. Can't wait to get out of this place. Okay, weiter kann ich hier scheinbar nichts quackeln. Hier ein bisschen Müll durchbuddeln. So. Haufen Metallmüll. Unterschiedliche Dinge. Und wir haben 2 Wissenspunkte bekommen für Soziales und Bauen. Effiziente Reinigung. Taukontrolle. Kraftstoffe. Hier einmal Kraftstoffverbrauch senken. Und dann hier Freundschaften gucken. Was gibt's da? Halte zuerst die Kontrolle und wenn du steig ran bist und in den ersten 3. So, damit kriege ich dann schon mal 15% mehr Punkte, wenn ich unter den ersten 3 bin.
Gut. Dann einmal nach unten. Eine halbe Leiste voll. Können wir dann noch versuchen, tiefer zu kommen. Was? Was ist denn jetzt kaputt? Ist das nicht Q? Ja. Well, this is a surprise. Ah, ja, das ist eine Überraschung. Ich hatte zwar damit gerechnet, dass die Ziviltruppe jeden Moment auftauchen würde, um mich zu retten, aber ich hätte nicht erwartet, dass sie irgendeinen beliebigen Menschen schicken würden. Trotzdem bist du jetzt hier. Also, mach weiter mit deinem Rettungsplan. Ich werde mich nicht beschweren. Du hast doch einen Plan, oder? Warte, warte, dein Gesichtsausdruck nach zu urteilen. Bist du vielleicht kein Retter, sondern ein Mitgefangener? Oh, okay. Dann willkommen im Club. Okay. Warten wir auf eine echte Autorität. Warte mal, ich erkenne dich. Du bist der neue Handwerker, ha? Huh? Vielleicht müssen wir nicht warten. Mit meinem Verstand und deinem logischen Geschick gibt es vielleicht eine Möglichkeit, uns aus dieser misslichen Lage zu befreien. Schauen wir uns hier in der Gegend um, ob etwas gibt, mit dem wir entkommen können. Relikte oder sowas. Oh mein Gott! Ich hab da gerade was Geiles gekriegt. Kurz sortieren. Werkzeugstärke 20, Werkzeugstärke. Q's Spitzhammer! Warte mal, gibt's hier noch was anderes von ihm? Sammeln. Beschädigte Leiter. Was haben wir hier? Noch eine beschädigte Leiter. Wood, Stone, Metal, Scraps. Und dein Metallabfälle. Diese Dinge sind doch nützlich für dich, nicht wahr? Handwerker? I must admit, ich muss zugeben, dass es etwas ungelenk finde, solche grundlegenden Komponenten zu verschwenden, um unsere Dilemma zu lösen. Trotzdem, Handwerker, empfehle ich dir, diese Materialien zu sammeln. Sie können sich auf unserer Reise an die Oberfläche als nützlich erweisen. Ja, ich bin doch schon dabei, Junge. Okay, also... Ich bin hier nicht wirklich in der Mine, diese Maschine erinnert mich an etwas sehr Unbekanntes, etwas, von dem du nie gehört hattest. In bestimmten Werken der alten Welt stellte man sich vor, dass Zeitreisen eines Tages möglich sein könnten, wenn ich nur in die Zeit zurückreise und mich davor warnen könnte, in diesen Tunnel zu gehen. Ich könnte mein Vergangenheits-Ich auch sagen, dass du um diese Zeit hier runterfallen würdest und ich dann losschicken, um dich zu retten und das ganze Problem zu lösen. Das heißt, wenn mein Vergangenheits-Ich nicht geradezu beschäftigt wäre. Wishful thinking, I'm afraid. Also, the fact that I did not meet myself before falling in here. Wunschdenken fürchte ich auch, die Tatsache, dass ich mich nicht selbst getroffen habe, bevor ich hierher reingefallen bin, bedeutet, dass ich die Geheimnisse der Zeitreisen in dieser speziellen Zeitlinie nicht aufdecken werde, oder gibt es einen Grund, warum ich das zugelassen habe? In any case, this machine would probably do us better. Auf jeden Fall würden uns die Maschinen wahrscheinlich besser als Schrott der Spitzhammer zerlegen. Hatte ich vor, Junge. So, noch was? Looking up towards the skies for answers. Im Himmel zu schauen und nach Antworten zu suchen, das ist der Grund, warum ich überhaupt in diese Lage geraten bin. Well, Builder, nun, Handwerker, unsere Ziele ist ziemlich einfach, nicht wahr? Durch die Spalte oben raussteigen, allein die Höhenunterschied hat es geschafft, uns hier zu halten. Ich könnte hier etwas bauen und unsere Nähe zum Ausgang bringen, wenn ich genug Material hätte. Pay me no mind, Builder. Complaining won't improve our situation. Achte mich nicht, Handwerker. Sich zu beschweren wird unsere Situation nicht verbessern. Ich schlage vor, dass wir uns weiter umsehen. Habe ich
was übersehen, oder wie? Ach, guck mal, hier ist noch was. Und... Perhaps if this machine will repurpose them, it could be fixed with an engine. Within that propulsion, we could likely plow through that hole in a... However, any minor miscalc... Or, perhaps just use... Gab's hier noch was? Nein. So. Oh, die Umwelt nutzen, um die Kluft zwischen uns und der Öffnung zu dort oben zu überbrücken. Genial. Auf jeden Fall sollten wir uns das Feiern für die Oberfläche aufheben. Nach dir, Handwerker. Finally. Endlich, was für ein Zufall, dass du der Nächste warst, der in die Höhle gefallen ist. Jetzt so gefällt er dich. Die potenziellen Vorteile überwogen, das Risiko bei weitem. Aber den Erfahrungsbericht der Zivilprobe schließe ich, dass die Wahrscheinlichkeit, in dieser Ruine einen brauchbaren Aquitator-Monitor Dingsbums zu bekommen, 99,9% Unfortunately, despite my leider konnte keine meiner Mitglieder die Zivilgruppe die Bedeutung der Antikühlhöhle und so weiter. Wir sollen so ein Ding besorgen. Once you found the pieces by... Alles klar. Machen wir. So, 7. Apropos, wie sieht's aus? Inventar ist noch Platz. Gut. So. Warte mal, ist hier noch was? Brauche ich noch mehr Zinn. So, hier geht's durch. Verflucht. Aber immerhin. Also diese Mäuse sind definitiv neu. Die waren in der Alpha auch nicht dabei.
raus, weil meine Energie ist K.O. alle. Lalalala. Also, das erste Teil haben wir ja schon mal gefunden für ihn. So. Marmorplatte, Kupferplatte, Bronzeplatten. Die Dinger schon am Arbeiten. Sandausrüstung. Funktioniert, schützt sie deine Augen vor Sandstürmen. Ästhetische Anführer. Ich würde mal sagen, ich stelle mal einen her, weil ich es kann. So, einmal sortieren. Dann hier diesen ganzen Gedöns, was hier rein kann, da rein tun. Okay, so eine Feder kann ich hier mit rein tun. Das Ding will ich hier auch mit rein sortieren. Sortieren, hä? Die Milch will ich mal rausnehmen. Ach, guck mal, hier ist die Milch drin. So.
Gut. Denke ich. Hatte ich den nicht auch irgendwo reingetan? Wo waren die? Irgendwo hatte ich grüne. Hier. Da sind auch blaue drin. Gut. Einmal sortieren, damit das erledigt ist. Auch sortieren. Und dann schauen wir uns noch mal an. Das Ding hier. Verbraucht Ausdauer 3. Mit Mineralienabbau besteht eine 5%ige Chance, dass zusätzliche seltene Erze fallen gelassen wird. Werkzeug, verwendungseffizient ins plus 9. Auf jeden Fall ist die Spitzhacke, von, die wir jetzt durch ihn bekommen haben, besser. Yay! Autoritätsmond-Dingsbums. Ja, müssen wir dann die Tage noch holen. So. Wie viel Aufnahmedings habe ich jetzt? Okay. Ich würde sagen, an dieser Stelle beende ich den Part. Ich muss sowieso mal gucken, wie ich das jetzt mache, weil mir ist ja am Anfang die Aufnahme, wo ich, da hatte ich ja einmal so einen kurzen Skript, wo Masons Abschiedsfeier und dann der Zugüberfall und danach oder davor, weiß ich jetzt nicht, ist ja dann die Aufnahme oder beziehungsweise das Spiel abgestürzt. Dann kann ich das vielleicht als einzelnen kurzen Skript auf YouTube rüberladen und das dann hier als Paar. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dann, sag ich tschüssi. Eure Tino Könchi.